Der 8. Mai ist für mich in erster Linie ein Gedenktag und ein Tag der Dankbarkeit und Demut. Der Zweite Weltkrieg ging zu Ende. Deutschland wurde vom Nationalsozialismus befreit und in Europa kehrte wieder Frieden ein. Und schon wenige Jahre später wurden wir Deutschen wieder in die Völkergemeinschaft aufgenommen. Ich stehe heute hier am 12. Mai am Luftbrückendenkmal. Nur wenige Jahre nach Ende des Krieges haben 3 der Besatzungsmächte den Westteil der Stadt in Freiheit halten können, uns mit Lebensmittel, mit Kohle, mit all dem, was die Menschen brauchten, über diese Luftbrücke versorgt und haben dafür gesorgt, dass eben die Westberliner in Freiheit und Demokratie leben konnten. Und deshalb ist eben auch der 8. Mai mit der Beendigung des Zweiten Weltkrieges ein wichtiges Datum nach wie vor. Vielleicht weniger ein Tag des Feierns, aber ein Tag des Zurückdenkens in großer Dankbarkeit.